Woher kommen Sie gerade? Aus dem Büro. Aus dem Büro und was haben Sie Mittwoch da ist gemacht? Immer so der einzige Tag, wo ich morgens etwas Zeit im Büro habe. Ansonsten, wenn ich hier anreise, montags renne ich sofort in die erste Beratung. Dienstag ist das ähnlich, dass es mit Arbeitsgruppen, Arbeitskreistreffen beginnt und danach Fraktionssitzungen. Und mittwochs ist der einzige Tag, wo ich meistens morgens so ein, zwei Stunden im Büro bin, wo ich meinen ersten Termin mache. Ersten Termin? Aber der restliche Tag, der ist gut durchgetaktet, der oder? Ist gut oder durchgetaktet. Mit Ausschusssitzungen? Genau, der ist gut durchgetaktet. Das ist jetzt die erste Frage noch, oder die weitere Frage, weniger eine politische Frage, mehr eine kulinarische Frage. Sie kommen aus Thüringen. Wie oft wird man als Thüringer Abgeordneter eigentlich von Kolleginnen und Kollegen gefragt, Original-Thüringer Bratwürste mitzubringen? Gelegentlich wird man das schon mal fragen. Aber wir Thüringer hatten da ja auch eine Idee. In der vorletzten Legislaturperiode hat unser Landesvorsitzender Ralf Lenkert den Bratwurst-Contest entdeckt und initiiert. Ja. Und er findet einmal im Jahr auf der Dachterrasse der Thüringer Landesvertretung statt. Okay. Und da bringen alle Thüringer Abgeordneten aus ihrer Region Thüringer Bratwurst mit. Dann dürfen alle Gäste dann hinterher per Schiff- oder Auswahlverfahren entscheiden, welche ihnen am besten schmecken. Und der Gewinner hat dann das Glück und darf den nächsten Bratwurst-Contest dann bei den Bratwurst steht und lebt auch in Berlin. Ja, genau. Das ist gut. Genau. Wir wehen hier gleich weg. Genau. Sie sind Architektin. Wie sehen Sie aus dieser Perspektive das Regierungsbüro? Oder blendet man das aus und arbeitet hier und guckt sich das gar nicht mit den Augen einer Architektin an? Natürlich schaue ich mir das mit den Augen einer Architektin an. Das war so ziemlich das erste, was ich gemacht habe, als ich auf die Gebäude reinkam. Von außen kannte ich sie natürlich schon und habe sie genau begutachtet. Und finde es insgesamt eigentlich, ist es in Ordnung, ist es gut, gefällt es mir eigentlich, das Regierungsviertel. Welcher Bereich mir nicht gefällt, ist der, den wir jetzt gerade sehen, ist diese Bar ja. Vom Bahnhof her. Ich finde, da wäre eine Gestaltung oder eine andere städtische Gestaltung. Die fällt mir auch jedes Mal auf, dass eigentlich alles sich gut fügt und dann guckt man das, was wir jetzt sehen, aber diejenigen, die das Video angucken, gerade nicht, aber... Ja. Guckt man auf diese Brache und wundert sich, was eigentlich damit mal passieren könnte. Sie haben dann auch Philosophie studiert und ja. Sind Mediendesignerin. Wie kommt man mit diesem Background eigentlich zur Politik und dann auch noch zur Kulturpolitik? Ja, das war so nicht geplant. Ich habe 2000 mal mein Architekturstudium abgeschlossen und damals war es ein bisschen schwierig, auch sage ich mal, zumindest unbefristetes Arbeitsverhältnis zu bekommen, sondern man hat meistens nur ein Projekt befristet gearbeitet und dann schaut man sich natürlich anders um. Und wenn ich nicht voll beschäftigt war, da habe ich dann irgendwann mal meinen, sage ich mal, Jugendtraum, mich mit der Philosophie etwas näher zu beschäftigen, einfach umgesetzt, weil ich in der Nähe von Göttingen gewohnt habe, habe zwei Semester Philosophie studiert, habe das sehr leidenschaftlich gemacht. Also hätte das sogar gern länger gemacht, aber irgendwann muss man natürlich auch wieder sein Brot verdienen. Und so ist es zur Philosophie gekommen. Und das Mediendesign war einfach eine Weiterbildung, die sich mal angeboten hat für ein Jahr. Und dann habe ich dies auch halt noch gemacht, damit ich einfach mit diesem neuen Medium, Computer ein bisschen fitter wurde. So hat sich das ergeben. Und politisch waren Sie schon immer und das war dann auch eine logische Konsequenz? Nein, damit, ja? War es also nicht. Nein. Ich war immer schon ein politisch denkender Mensch, ja? Habe mich immer interessiert, habe mich auch ehrenamtlich gesellschaftlich ein Stück weit immer eingebracht, aber hatte eigentlich nie vor, eine Partei unbedingt eintreten zu wollen. Das hat sich dann auch so Anfang der 2000er Jahre geändert, als mir vieles, was so in der Gesellschaft und in Deutschland passiert, nicht mehr gefallen hat. Ich habe gesagt, irgendwie ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, dass man sich ein Stück weit mehr einbringen sollte. Ist auf mich bezogen, habe dann auch hin und wieder Veranstaltungen besucht mit politischen Themen. Und 2007 war es dann so weit, dass ich auch ein bisschen privat so Freiraum hatte, dass ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann habe ich ein Parteibüro angeklopft und habe gesagt, ich möchte bei euch mitmachen. Sie sind jetzt seit dieser Legislaturperiode im Bundestag. Was war die größte Überraschung in den ersten Wochen und Monaten? Ich meine, so ein bisschen konnte ich mir den parlamentarischen Betrieb schon vorstellen. Also, das, wie alles so abläuft, war nicht so ganz überraschend. Was mich sehr überrascht hat, oder ich hätte es nicht so lange, die ganze Langsamkeit der Politik, die politischen Prozesse, wie die laufen und dass man selbst, wenn Fehlentwicklungen aufgrund von Gesetzen erkannt werden, dass es dann auch noch mehrere Legislaturen oder Jahre dauern kann, bevor man überhaupt anfängt, diese versucht zu korrigieren. Mhm. Also diese Langsamkeit, die hätte ich so nicht vorstellen können. Also das hat mich schon sehr überrascht, wie langsam diese Prozesse sind. Mhm.
ist dann wahrscheinlich leichter, sich auch daran zu gewöhnen und politisch das zu akzeptieren und ins Handeln umzusetzen, als dafür zu kämpfen, Dinge zu beschleunigen, die wahrscheinlich gar nicht schneller gemacht werden können im Parlament. Ja, wahrscheinlich. Welche Themen liegen besonders am Herzen? Sie sind ja kulturpolitische Sprecherin. Was? Das habe ich natürlich gern gemacht, das Politikfeld Kultur. Das war, stand mich auch nicht von Anfang an fest. Ich habe natürlich auch mich erst beworben für Städtebauausschuss oder so, weil das naheliegend war, auch aufgrund meiner Ausbildung. Bei uns ist es so, dass wenn eine Fraktion neu dann zusammenkommt, darf man sich bewerben für Politikfelder und darf so eine Priorisierung von 1, 2, 3 vorschlagen. Irgendwann ist es natürlich so, dass neue dazukommen, andere schon da sind, die auch vielfach in ihren Politikfeldern mit Erfahrung weiterarbeiten wollen. Das ist naheliegend. Und dann versucht man sich gegenseitig ein bisschen zu verständigen. So war es dann auch damals, dass ich von meiner Vorgängerin dieses Politikfeld angetragen habe bekommen und habe dann kurz nachgedacht, ja, das ist doch auch ein schönes Feld und der Baubereich war besetzt und dann habe ich mich relativ schnell umentschieden und bin mit diesem Feld eigentlich sehr glücklich und dankbar. Was gefällt mir da am meisten? Erinnerungskultur finde ich ganz wichtig, war jetzt für mich gerade nochmal wir jetzt die vielen Jahrestage hatten in dieser Legislatur, war das auch nochmal so eine Möglichkeit für mich, nochmal Revue passieren zu lassen, die ganzen letzten 30 Jahre oder überhaupt die ganze Geschichte. Und das ist ein Feld, was mir auch ein Stück weit liegt. Und ansonsten die soziale Lage von Kulturschaffenden habe ich mich ganz sehr befasst. Und kulturelle Bildung, das sind auch noch so Sachen, die von Bundesseite ein Stück weit befördert werden können. Das sind so die Hauptthemen. Sind das dann auch in der Diskussion in den Ausschüssen mehr Sachthemen, wo man auch sehr vernünftig mit den anderen Fraktionen diskutieren kann, oder ist das auch stark politisch? Teils. Also manchmal ist es erstaunlich, wie sachlich man wirklich da auch diskutieren kann, aber es geht auch vielfach, gerade bei dieser Erinnerungskultur, wenn es jetzt dann auch um die eigene Vergangenheit, also jetzt DDR-Aufarbeitung, das alles ging, geht es natürlich auch um die ideologische Strömung. Ich habe das versucht, das natürlich immer ein bisschen runterzubrechen, aber es gelingt halt nicht immer, weil da von anderer Seite das dann einfach ideologisch argumentiert wird und da kommt man nicht ganz von weg. Und das ist bei mehreren Themen einfach so, dass es in die Richtung geht. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist es relativ gut gelaufen im Kulturausschuss. Also im Vergleich zu anderen Ausschüssen, denke ich, haben wir da eine ganz gute Atmosphäre. Und auch jetzt, was Sie gesagt haben mit den Überraschungen im Bundestag und was Sie alles wahrgenommen haben, scheint es ja so zu sein, dass Sie trotzdem dabei bleiben wollen und jetzt auch in diesem Jahr wieder für den Bundestag kandidieren. Was glauben Sie, was mit diesem vorstehenden Wahlkampf, was wird da anders sein als vor 4 Jahren? Ich glaube, es wird anders sein. Erstens mal hat sich die politische Situation eigentlich mit der Parteienlandschaft total verändert. Wir haben, was in Deutschland und Europa ist, diese doch rechtspopulistischen Parteien, die ja damals einfach im Wahlkampf keine Rolle gespielt haben. Und von dahingehend wird es schon eine andere Art von Wahlkampf werden. Für mich selber persönlich ist es auch wieder eine neue Situation, weil sich durch die Veränderung des Bundeswahlgesetzes die Zuteilung der Wahlkreise verändert hat. Und ich jetzt einen Großteil meines Wahlkreises, den ich jetzt bin, noch gar nicht wirklich gut kenne, sondern den neu kennenlerne. Okay. Und von dahingehend wird es auf der anderen Seite auch ein ganz spannender Wahlkampf. Ich freue mich auch darauf. Wollte ich gerade fragen, freuen Sie sich darauf? Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Wir sind am Ende der 400 Meter. Ich danke Ihnen. Bei jetzt Wind und Wetter, wir hatten ja zwar keinen Regen, aber wir hatten Rücken und Gegenwind. Genau. Es gehört alles dazu. Letzte Frage oder bitte, gibt es noch jemanden aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie empfehlen könnten für weitere 400 Meter? Ja, ich denke, meinen Ausschusskollegen, den medienpolitischen Sprecher Harald Witzold, würde ich empfehlen. Super, dann fragen wir ihn an. Vielen Dank.